Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ATS hier auf meinem Kanal. Und ich muss immer so ein bisschen darauf achten, dass ich nicht ETS sage. So, ich habe uns eine neue schnelle Fracht rausgesucht. Wir sind dann für 218 Kilometer unterwegs. Ich hoffe, der Spielesound ist nicht zu laut. Sagt Bescheid, wenn dem so sein sollte. Ja, und wir werden mal unsere Tour hier ansetzen. Danke an den Michael für die Mods, für das Modpack. Wie gesagt, ich muss mal gucken, wie ich das mit dem ATS mache, ob ich das dann auch jeden Tag bringe, ob ich da eventuell dann das eine morgens um 6, das andere morgens um 7 oder so ähnlich. Ich habe noch keine Idee, was ich nehme. Oder das eine um 5 und das andere um 5.30 Uhr oder so. Dann kann man beide, oder 5.15 Uhr, dann kann man beide hintereinander gucken. Wäre vielleicht noch eine Option, das muss man mal schauen. Das Ding ist ja auch, dass die Karte, die ich hier im Moment habe, noch nicht so sonderlich groß ist und ich mir so nach und nach noch die DLCs ranholen möchte natürlich. So, es ist eine brüllende Hitze immer noch. Es hat vorhin einmal begonnen zu gewittern. Da habe ich gedacht, oh, wenn es dann gleich regnet, dann wird es kühler. Naja, das war nichts. Das bisschen Gegrummel, das konnte man als Gewittern leider nicht ernst nehmen. So, wir haben Beton hinten drauf. Dieser Truck geht auch tatsächlich ganz gut, obwohl viel gesehen kann man ja nicht. Ne? Die Dinger sind ja sowas von klotzig und klobig und sind übrigens ganz normal unterwegs im Singleplayer. Ups. Ja, was meine Handverletzung angeht, ich benutze mittlerweile wieder beide Hände. Das heißt, die rechte mehr oder weniger so ein bisschen zur Unterstützung. Das haut hin. Ganz der wahre Jakob ist es noch nicht. Ja, es hätte genäht werden müssen, definitiv. Sehe ich jetzt im Nachhinein auch, aber ganz ehrlich, so wie das aussah, so wie das geblutet hat, da hatte ich keinen Bock zum Krankenhaus zu gehen. Es wird wieder, die Hand ist nicht abgefallen, es juckt noch ziemlich, das heißt, es heilt immer noch. Jetzt überlegt, das ist jetzt fast 6 Wochen durch, das Ganze. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Verletzung gewesen ist. Und ich werde den aber auch wieder ganz normal bewegen können. Er ist im Moment immer noch ein bisschen geschwollen und Bluterguss und der Knochen tut noch ein bisschen weh. Den habe ich wohl erwischt. Aber es wird. So. Mal so ein bisschen Gummi hier. Übrigens, ich sag mal, ne, Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Und ich weiß nicht, was heute an diesem Tag los ist. 3 neue Abonnenten dazu, wunderbar. Bin auf 665, freut mich mega. Und ja. Wäre natürlich schön, wenn man bis zum Jahresende tatsächlich den üblichen Durchschnitt erreicht. Dann müssten wir noch ungefähr 100 Abonnenten generieren bis Dezember. Das dürfte ein bisschen eng werden, glaube ich. Gucken wir mal. In Rente bin ich ja noch nicht, aber es macht mir halt Spaß und deswegen mache ich das auch. Auch wenn die Haare schon anfangen grau zu werden. Und warum nicht? Ich sag mal, wenn ich jetzt so ein Rentner wäre, keine Ahnung, nie für Computer interessiert oder sowas, dann würde ich auch sagen, weißt du, sowas macht man nicht, weil du hast überhaupt keine Ahnung von dem, was du da tust, ne? Muss ich sagen, geht mir teilweise so. Das liegt aber eher nicht daran, dass ich es nicht weiß oder nicht wissen will, sondern weil ich einfach keinen Bock drauf habe, mir das anzueignen. Und manche Sachen sind mir einfach lästig. Da bin ich, muss ich zugeben, absolut faul, ne? Aber so in diesem Sinne, so dieses Fahren und ja, gern. Ich meine, als ich damals in die Berufsschule ging, das war einjährige Berufsfachschule Elektrotechnik, das war 1986. Ich glaube, 86 müsste das gewesen sein, so ganz grob. Lange, lange ist es her.
damals kamen die ersten Computer auf und wir hatten tatsächlich in der Schule EDV-Unterricht und dann hattest du da ein Gerät mit MS-DOS. Was anderes gab es nicht. Und du hattest dann Monitore in Bernsteinfarben, also ne, in dieser gelblichen oder orangen Schrift, kann man mal so ausdrücken, für alle, die nicht wissen, was Bernstein ist. Ach übrigens, was manche Leute für Probleme haben, das weiß ich auch nicht. Ich habe bei einer Seite hier bei Zero Brain einen Witz aus meiner Lehrzeit drunter geschrieben. Zugegeben, sehr alt, da ging es um Leuchtstofflampen, Schaltung und so weiter. Dann schrieb dann einer runter, ah, jetzt hat sich aber die heutige Jugend oder so ähnlich köstlich amüsiert. Oder die heutigen Minderjährigen oder keine Ahnung. Ich habe dann drunter geschrieben, keine Ahnung, weißt du was, ich kann mit deinem Problem nichts anfangen. Ich weiß nicht, was soll das? Das ist ein Witz aus alter Zeit. Wer ihn versteht, ist gut. Wer nicht, lässt es bleiben. Absolut überflüssige Kommentare, sowas. Aber wie sagt Rufwood, Helmut, Besserwisser gibt es immer wieder. Und das sind, ganz ehrlich, die widerlichsten Konsorten hier auf YouTube. Und die kannst du echt nicht gebrauchen, diese Leute. Gerne Kritik oder Vorschläge. Alles kein Ding, habe ich schon 10.000 Mal gesagt. Aber so diese Meckerer und weißt du, wenn du zum Lachen in den Keller gehen willst, dann mach das. Wen interessiert so ein dämlicher Kommentar? Ganz ehrlich. Naja, Pfeifen gibt es immer wieder, oder wie war das? Könnte man den Katja Epstein-Song umschreiben? Pfeifen gibt es immer wieder. Finde ich gut, sollte ich machen. Bin ich noch berühmter Sänger hier in meinem Alter. Ach, Kinder, nee. Ihr seid's aber auch. Aber wir kommen tatsächlich ganz gut vorwärts. Das wäre jetzt fast in die Hose gegangen, aber egal. Wir haben noch 82 Meilen vor uns. Ach so, sehr, ja, keine Kilometer, das sind ja Meilen. Fuck. Und im Moment habe ich gesehen, dass YouTube wieder ein bisschen länger braucht zum Rendern. Das heißt, wenn ihr mal ein Video nicht in 4K seht, es wird in 4K hochgeladen und es wird auch in 4K kommen, dann schaut einfach ein bisschen später nochmal rein. Wir sind übrigens auch in der 1.41 Beta-Variante, nicht? Also auch hier ist der Multiplayer entsprechend möglich. Schon wieder. So werde ich nie was. Ich sollte das vielleicht mal abschalten, weil ich habe keinen Bock, langsam hier durch die Gegend zu kriechen. Ich glaube, ich schalte Bußgelder mal ab für eine Weile, bis ich mir einen eigenen LKW leisten kann. Was wollte ich noch? Irgendwas wollte ich noch gestottert haben. Jetzt habe ich es glatt vergessen, Mensch. Unglaublich. Ah, genau. Diese Mods hier, teilweise, ganz ehrlich, mich würde brennend interessieren, wer zum Henker ist, Jessicat. Kann man mit ihm, ihr, irgendwie mal Kontakt aufnehmen? Das wäre, ganz ehrlich, das wäre mega. Mal so ein Interview oder sowas, nur nicht auf Englisch. Und auch und Russisch kann ich auch nicht und Tschechisch und solche Geschichten. Hände und Füße kann ich und Deutsch. Nein, also mich würde das echt mal interessieren. Wer ist das? Schon ein paar Mal drüber gerätselt. Jessicat. Ich würde tatsächlich auf eine Frau tippen. Weil Jessie, eventuell von Jessica. Cat, Katze. So nennt sich eigentlich kein Mann. Es sei denn, er sagt jetzt, Cat ist ein Teaser, ne? Aber würde mich brennend interessieren, wer das ist. Vielleicht mal Foto oder sowas. Weil diese Mods kann man einfach nur loben, ganz ehrlich. Und vor allen Dingen auch diese Reaktionszeit, wenn was Neues kommt. Und die Dinger sind auch noch hier im 1.41 kompatibel. Ich denke auch nicht, dass wir da großartig Grafikfehler haben werden. Denn man schraubt ja diesmal nicht an der Grafik-Engine herum, sondern baut ein paar zusätzliche Dinger ein. Auch hier. Multiplayer zum einen. Und ei, 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 ei.
Also Multiplayer zum einen und auch hier der Fotomodus natürlich, ne? Ja, und ich werde mir hier auch so nach und nach die anderen DLCs ranschaffen. Aber die nächsten Monate kommt jetzt erst Strom dran und so weiter. Dann dürfte eine deftige Nachzahlung kommen. Aber mal ganz ehrlich, wenn ihr Bock habt drauf und wollt diese DLCs sehen und... Keine Ahnung, ich will nicht betteln, um Gottes Willen, aber ihr könnt ihn natürlich auch spenden. Habe ich unten links drin. Wer mich da unterstützen möchte, kann es gerne tun. Ich glaube, insgesamt sind das... Im Moment müsste ich knapp 60 Euro für alle DLCs abdrücken, die den ATS betreffen. ETS habe ich alle, da brauche ich nichts. Ja gut, außer die Lackierungen, die fehlen, aber wer braucht die schon? Und nee, aber so das ein oder andere, wenn so einer jemand sagt, Mensch, das möchte ich mal sehen und da habe ich jetzt Bock, das schenke ich dir, kosten 5er oder so. Macht es ruhig. Ich werde euch lobend erwähnen. Nein, es ist natürlich... Oh, ich glaube, ich bin bei Rot rübergefahren. Es ist natürlich kein Muss oder so, um Gottes Willen. Ich aber, wenn unbedingt jemand drauf pocht, ich werde sie mir so nach und nach zulegen. Definitiv. Gehe ich recht in der Annahme, dass sie mir jetzt hier den Weg versperren wollen? Was bist du denn? Ja. Mittel was? Mittelostitalien. Warum steht das eigentlich in Deutsch drauf? Leute. Ich weiß nicht, was ihr hier treibt, ne? Bleib stehen. Ich fahre da nämlich jetzt vorher. So. Entweder ihr lasst mich rein oder ihr lasst mich nicht rein. Aber dieses Zwischengehampel, ne? Ja, wie gesagt, ich werde mal gucken, wenn mein Zehner übrig ist oder sowas. Werde ich das machen? Ich habe keinen Bock zum... Was denn? Der ist doch auch gefahren. Ich schalte die Bußgelder auf jeden Fall erstmal ab, sonst komme ich hier auf keinen grünen Zweig. Du kriegst ja nichts für die Aufträge. Müsste es eigentlich auch noch mal so ein Mod geben bezüglich Road Signs oder sowas. Weg. So, was haben wir denn? Wir haben 13 Minuten verbraten. Mensch, das hat ja was? Folgende Taste drücken, um Anlieferung abzustimmen. Eingabe. Auf der 10er. Warum hier auf der 10er Tastatur? Was soll das? Ja. Unglaublich. Wo ist denn die rote Fahne? Ach, da sehe ich schon was blinken. Ja, ja. Okay, alles klar. Ja, wie gesagt, über den Ablaufzeitraum muss ich mal fertig machen. Nicht wundern, wenn dieses Ding hier eventuell noch nicht im 4K-Modus oben ist. Wir haben jetzt 23.20 Uhr. Ich werde das gleich rendern, hochladen. Das ist die Frage, aber es wird im Laufe des Tages natürlich dann auch kommen. So, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und sage bis dahin erstmal ciao, ciao. Und wir können hier tatsächlich was wählen. Ne, wir machen mal hochwertige. Gehen mal auf Fernfahrten, dass wir längere Frachten kriegen. Und wenden das Ganze an. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen. Tschüss. Ja, morgen. Kommt vom ETS. Wir sehen uns beim nächsten, bei der nächsten ATS-Folge. Ciao.